Ja, hallo, wir sind hier bei XFX und wir haben gehört, ihr macht jetzt Gehäuse. Wir versuchen es. Nein, wir waren sehr erfolgreich mit unseren Netzteilen, haben gesehen, es geht. Wir haben eine sehr große Kundenklientel, die auch mehr von uns abverlangt. Wir sind gerade dabei, unseren Prototyp ein wenig zu finalisieren. Wir haben extra uns die Cebit ausgesucht, um vielleicht auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Marktforschung von vornherein halt noch uns abzuholen. Gerade halt von Fachhändlern, die uns auch hier besuchen, genauso wie Endkunden. Hinzu kommt natürlich noch, dass sich im Moment noch um einen Prototyp handelt. Wir sind natürlich für jeden Erfahrungsschatz, den wir nachher von unseren Kunden noch her bekommen, dankbar, um dieses Produkt vielleicht nochmal 100% zu vervollständigen oder okay, so noch ein bisschen weiter aus. Also ihr erwartet Feedback und das ist noch nicht final, das wir gleich sehen werden. Genau, richtig. Könntest du es trotzdem auspacken? Ja, natürlich. Cool. Ja, das erste Gehäuse von XFX. Noch nicht final. Also, wenn Zuschauer die Anmerkungen haben, können sie vielleicht runter posten. Dann kann der Hersteller da was damit anfangen. Zum Hoffen, dass keine Kratzer reinkommen. Das Gehäuse ist tatsächlich gestern aus Asien hier angekommen und geht auch direkt nach der Messe halt wieder zurück. Ich habe selber noch nicht gesehen, deshalb... Das ist super exklusiv jetzt hier. Absolut. Fantastisch. So. Ich sehe Aluminium. Ja, richtig. Das ganze Gehäuse ist komplett aus Aluminium. Das, was mir bis dato noch nicht gesagt wurde, ist halt, wie es ausgerüstet ist. Zwei Lüfter, drei Lüfter. Wir versuchen vielleicht auch die Kombination direkt mit Netzteilen zu machen. Jetzt steht das gute Stück natürlich auf dem Kopf. So. Also alles gebürstetes Aluminium? Ist alles komplett gebürstetes Aluminium, natürlich klar. Die entsprechenden Outputs und. Guckt jetzt bitte nicht auf die Spaltmaße oder die Spaltverschiebung. Das wird sich natürlich alles noch ändern. Wie gesagt, es handelt sich hier um einen sehr teuren, entsprechend halt auch exklusiven Prototypen. Wir haben natürlich ziemlich viele Stunden halt schon bis jetzt in die Entwicklung da reingestellt und natürlich halt auch Kosten. Aber ich denke, das Konzept wird Früchte tragen. Wenn ihr natürlich halt auch unsere Grafikkarten kennt, ihr erkennt die natürlich halt auch immer seit der 7000er Serie an diesem roten Bracket. Vor allem auch farblich alles sehr, sehr passend dazu. Genau, richtig. Ja. Das Gehäuse wird entsprechend dann halt auch mit einem Staubfilter kommen, etc. pp. Das sind natürlich halt immer noch so ein paar kleine Add-ons, die nachher dann noch fehlen. Okay. Aber USB 3 und alles ist schon drin, habe ich gesehen. Ja, richtig, genau. Das ist schon mal ganz praktisch. Ja. Bleibt das dann hier so offen oder kann man da irgendwas schieben oder wie läuft das dann? Ich kann es dir leider noch gar nicht sagen. Okay. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja.